Hallo und willkommen zu German Scale Modeler, heute mit dem siebten und letzten Teil zum Baubericht vom E75. Ja, und wie ihr seht, ist das gute Stück fertig. Lange hat es gedauert. Ich glaube, angefangen habe ich damit im März 2015. Ja, sicherlich hier und da hat mich zwischendurch mal die Lust verlassen beim Bauen. Wobei ich dann aber auch sagen muss, dass ich, ja, weil ich halt eben keine Lust habe, an einem Modell weiterzumachen, dann lasse ich auch halt meine Finger davon weg. Liegt einfach daran, wenn man es erzwingen will, kommt meistens immer nur Murks oder Mist bei raus und ja, es treibt mich auch keiner bei der ganzen Geschichte, ist das schließlich unser Hobby. Und von daher kann man hier auch ganz gut sagen, gut Ding will Weile haben. Ja, was habe ich jetzt zum Schluss noch gemacht? Also ihr seht, die Friolketten sind dran, die Räder habe ich angeklebt, vorne die Kanone. Ja, und was vielleicht auffällt oder was man ganz gut sieht, das sind hier so am Turm rechts und links, beziehungsweise hier an den Seiten von der Wanne, so kleine Beschriftungen beziehungsweise auch Propagandasprüche. Hier war ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich da dran mache. Hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich da so das Richtige gefunden habe beziehungsweise die richtigen Ideen zugehabt habe. Einige Sachen habe ich mir von einem Dragon-Bausatz abgeguckt. Ich weiß gar nicht, was das für einer war. Ob das jetzt, ich glaube, das war der Elefant oder so. Kann gut sein, da wäre zum Beispiel hier einmal so dieser Spruch Kruppwerk 3 oder dann hier auf der Seite Berlin bleibt deutsch, hier auf der Seite von dem Turm, da habe ich stehen, viele fleißige Hände schufen ein Berg. Und ja, sicherlich einen Teil habe ich mir dann auch aus dem Internet rausgesucht, mal so ein paar alte Propaganda-Plakate zu Rate gezogen und ja, habe das dann halt so übernommen. Wobei das eigentlich nicht so ganz einfach ist. Man sollte da nicht so drauf loskritzeln. Ich habe das zum Beispiel hier gemacht mit so einem ziemlich weichen weißen Buntstift. Beziehungsweise ja, ein weißer Stift. Dann guckt man sich halt die ganzen Schriftzüge genau an. Und ich habe dann mal angefangen so auf einem Stück schwarzem Papier die Schriftzüge nachzuzeichnen bzw. nachzuschreiben. Und ja, wie man sieht, ist da so einiges hier drauf zustande gekommen. Und ja, als ich das dann so einigermaßen hingekriegt habe, habe ich das dann versucht, 1:1 aufs Modell zu übertragen. Einige machen das mit Acrylfarben bzw. Acrylfarben und einem dünnen Pinsel. Da bin ich doch dann eher etwas kritisch bei so einer ganzen Geschichte. Ich bevorzuge dann diese Sache hier mit diesem weißen Stift, weil man hier dann eben noch, falls man sich mal irgendwo verhaut bei der ganzen Geschichte, nochmal ein bisschen korrigieren kann. Ja, des Weiteren habe ich dann so einige Teile wie Zurösen oder auch Kanten, die beansprucht werden, hier zum Beispiel an den Luken die Griffe, hier mit so einem schönen Graphitstift. Einfach so ein bisschen nachgemalt, sodass das blanke Metall zum Vorschein kommt. Und zum Schluss die ganze Geschichte hier nochmal so ein bisschen, aber eher zurückhaltend, mit Pigmenten eingestaubt. Und die ganze Sache dann mit einem matten Klarlack versiegelt. Hier die Aufnahmen für die einzelnen Kettenglieder, die am Turm gehangen werden, die habe ich mit einem Zweikomponentenrost bearbeitet. Komponente A trägt man einfach wie eigentlich ein flüssiges Metall auf, beziehungsweise Eisen, ganz fein gerieben, irgendwie mit einer Paste oder sowas, wird das dann eingepinselt. Das lässt man dann 24 Stunden trocknen und dann wird da so eine Aktivatorflüssigkeit draufgegeben. Und dann sieht man eigentlich schon ganz gut, so nach dem ersten oder zweiten Auftrag, wie dann, ja, wie sich dann schon mal so richtiger Rost bildet. Und ja, das kann man dann bis ins Unendliche treiben. Und
Man muss es dann nur hinterher noch mal ein bisschen mit Klarlack versiegeln, beziehungsweise gibt es da noch mal so eine extra Versiegelung für. Dasselbe habe ich hier hinten an der Auspuffanlage auch gemacht. Und ja, ich finde das eigentlich ein ganz schöner Effekt. Man muss da nicht so rumhampeln mit den ganzen Pigmenten und oder Farben oder sonst irgendwie was. Geht eigentlich relativ fix und ja, das Ergebnis überzeugt eigentlich. Ja, wie gesagt, das Ding ist fertig. Im Anschluss an dieses Video habe ich da noch mal so ein paar kleine Bilder für euch und ja, schaut sie euch einfach mal an und gebt mir dann mal ein paar passende Kommentare dazu ab. Und ja, das war es eigentlich schon an dieser Stelle vom Bau des E75. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Für Kritiken und Anregungen bin ich immer dankbar und ja, bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, Leute, bleibt sauber und happy modeling.